Ja, Marienfelde galt aus Sicht des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR immer als Feindobjekt. Deswegen, weil es natürlich ja der Stachel im Fleisch war, so viele Menschen gingen weg aus der DDR und liefen alle durch dieses Lager. Außerdem erzählten die Flüchtlinge hier von den Verhältnissen in der DDR. Sie waren ja dazu aufgefordert durch die Alliierten. Ja, und die Stadtsicherheit unternahm alles Mögliche, um ja, dieses Lager hier zu observieren, um Informationen zu gewinnen, um es zu sabotieren. Es wurden Telefonleitungen abgehört, es wurde fotografiert hier auch von umliegenden Wohnungen aus und vor allen Dingen schleuste man inoffizielle Mitarbeiter hier ins Lager ein. Einer ist uns bekannt, der leider auch sehr erfolgreich war. Er arbeitete im Büro des Untersuchungsausschusses Freiheitlicher Juristen und holte sich eben Namen und Informationen von Flüchtlingen, auch von ihren Freunden, Familien in der DDR, über ihre Helfer und so weiter und gab das weiter. Die Alliierten versuchten, solche Aktivitäten der Stadtsicherheit zu verhindern. Die Flüchtlinge bekamen den Hinweis, nicht zu reden, über Helfer, zum Beispiel über ihre Fluchtwege, diese nicht zu verraten. Wenn sie von den Alliierten befragt wurden, nahm man sie dann teilweise, wenn sie besonders gefährdet waren, hier auch raus und brachte sie an andere Orte. Ja, das waren Versuche, die Aktivitäten der Stadtsicherheit einzuschränken. Das gelang nur sehr begrenzt. Der Informant, über den ich gesprochen habe, wurde zum Beispiel nie enttarnt.